Hallihallo, hallo und damit willkommen hier zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Karte Gärten und fahren heute mal die Linie 7 hier von Loot bis zum Lessingplatz. Boah, das ist auch voll die coole Alliteration, weil das beides mit dem gleichen Buchstaben anfängt. Was ein Zufall aber auch. Nee, und auf jeden Fall fahren wir heute mit einem Solaris Ubino 12, allerdings nicht mit einem normalen, sondern mit einem Hybrid Solaris. Bedeutet, zum einen haben wir hier einen elektronischen Antrieb verbaut und zur Unterstützung ist da noch ein ganz regulärer Verbrennungsmotor mit an Bord. Jo, genau, also wir sind ja schon mal Elektro- bzw. Hybrid-Solaris gefahren. War allerdings eine andere Version. Also seit geraumer Zeit gibt es in den Morphe Soundpack-Mod-Updates für den Solaris. Ist ja schon seit einer Ewigkeit also es sind zwei Hybrid-Varianten dabei. Und wir sind neulich die eine gefahren. Das war die Eaton-Parallel-Version. Und hier haben wir jetzt, ja, genau, eine Version, die noch ein bisschen mehr auf Elektrik setzt. Die beschleunigt bis 50 fast komplett elektrisch und erst dann mit dem Motor zugeschaltet. Oder erst wirklich, wenn man komplett Vollgas drückt, dann schaltet sich der Motor auch schon ein bisschen früher mit ein. Jo, soweit denke ich mal alles ganz gut. Wir setzen uns gerade mal rein und starten das ganze gute Ding mal. Wir müssen auch ein bisschen warten, also dann müssen wir wirklich ganz gemütlich initialisieren, sonst, ja, möchte er nicht. Also ganz schön die ganzen Meldungen hier abwarten. Sonst unser Hybridsystem starten, schön lange auf E drauf bleiben. So, wunderbar, Hybridsystem hat gestartet, heißt, wir machen hier noch vielleicht nochmal ein bisschen die Armaturenbrettbeleuchtung an. Jo, Fensterchen haben wir schon ein bisschen offen. Tür und sowas funktioniert auch. Das habe ich vorher schon mal kurz testen müssen. So, funktioniert auch soweit alles. Was wir uns vielleicht auch tun sollen, ist einmal schildern. Wäre dann hier einmal Linienkurs 700. Route 1. Ja, steht mal gerade. Machen wir Route 2 zum Lessingplatz. Exakt so sieht's aus. Linie 7 zum Lessingplatz hat haben wir heute vor. Und jo, wenn wir soweit dann eigentlich gleich los können, dann würde ich sagen, stellen wir es doch gerade schon mal davor. Ihr habt es schon gemerkt, ich habe mal ganz kurz testweise Vollgas gegeben. Das heißt, da schaltet sich der Motor zu. Aber ansonsten werden wir versuchen, so den Großteil unserer Fahrt heute elektrisch zu gestalten. Ja, einfach um das nochmal ein bisschen auszunutzen hier. Ein Fahrschein, bitte. Um so ein bisschen die Innenstadt hier sauber zu halten irgendwie. Dass zumindest weil die Abgase nicht alle hier sind. Was haben wir denn sichtmäßig? Ist ja irgendwie ein bisschen. Ich habe ein bisschen blöde, ne? Ich irgendwie. Nehmen wir es mal ungewohnt. Nicht blöde, sondern nehmen wir es einfach mal ungewohnt. Ja, das ist. Nennen wir es mal ungewohnt. Mir fehlt ja die dritte Kassiersicht irgendwie. Ja, muss mal gucken. Ja, muss mal gucken, wie wir das machen. Also die Hilfspfeile machen wir vielleicht auch mal an. Und ansonsten 11.15 Uhr, dann können wir uns, warte mal. Wir legen jetzt mal die zweite Sicht hier, legen wir uns mal da nach oben. Dass wir da einmal auch auf das Ibis schauen können. Denn wir haben hier jetzt eben keinen Almex verbaut, also schon verbaut, aber eben nicht mit Almex Matrix Steuerung, sondern das läuft hier in dem Fall alles über das Ibis da oben, deswegen, jo, müssen wir trotzdem ab und an mal drauf gucken wegen der Verspätung, weil wir doch hier recht, jo, nicht die allzu großzügige Fahrzeit haben. Wenn wir uns ganz kurz mal schauen, teilweise hören, jetzt hören wir hier drin, bei leichter Beschleunigung nämlich absolut gar nichts. Das Einzige, was wir jetzt gerade noch gehört haben bei der höheren Geschwindigkeit jetzt gerade ein bisschen, das war die Achse. Hier haben wir ein bisschen Retarder und ich denke auch mal ein bisschen den Generator mitlaufen. Aber sonst das Einzige, was ihr gerade gehört habt, das war nicht der Motor, das war nur die Achse, die man auch ein bisschen mithört, wenn man den beschleunigt. Ja, genau, das haben wir auch alle drin. Hinten haben wir ja genau. Hinten ist Automatiktür, das sollte, denke ich, soweit passen. Und ja, wir machen es gerade auf den Weg. Ach, Ansagen müssen wir selber schalten. Nächste Haltestelle, Dellingsdorfer Straße. Da sieht es sehr frei aus. Schauen wir mal, dass wir mit Elektronen, also rein elektrisch hier rauskommen. Genau, es ist hier vorne, wie gesagt, dann recht angenehm, sich anzuhören. Und wenn wir uns halt wirklich jetzt größtenteils am Stadtverkehr aufhalten, dann haben wir eben auch den Vorteil, dass wir selten über 50 kommen. Heißt, der Motor schaltet sich recht selten zu. Und auch das jetzt immer noch rein elektrisch, auch wenn man hier mit drin hört. Achso, wenn das, wie gesagt, vielleicht auch bremsen. Der Brems ein wenig zäher als der normale Bus. Könnte vielleicht daran liegen, dass er ein bisschen schwerer ist aufgrund der Aufbauten.
Könnte aber auch daran liegen, dass er während des Bremsvorgangs eben versucht, einen Teil der Fahrtenergie natürlich wieder zurück in elektrischen Strom zu verwandeln, denn wie wir alle aus der Physik wissen, also für alle, die sich für Physik interessieren, wie wir da denn her wissen, können wir nämlich jeden Elektromotor ganz einfach in einen Generator umwandeln, funktionstechnisch. Das ist hier, denke ich, auch der Fall, dass man einfach, wenn man bremst, dass dann einfach der Generator anspringt. Und dann eben die hier verbaute, ja, Batterie ist es nicht, ist es eher ein Akku, damit auflädt. Sieht man auch unten, wenn man jetzt hier mit einer Weile ganz schnell gefahren ist und recht stark bremst, dann sieht man da unten, also da, das meine ich mit unten, dann sieht man hier, dass sich die Batterieladung auch nicht nur nach unten bewegt, sondern auch wieder in Richtung des Positive. Bedeutet, so können wir auch den Bus dann im Laufe der Zeit ein bisschen aufladen, wenn wir beim Beschleunigen eher kräftig Gas geben und dann beim Bremsen eben darauf achten, dass das Ganze wieder schön zurück in Energie verwandelt wird, dann jo, klappt das, denke ich, ganz gut. Wir stehen jetzt hier halt ein bisschen an der Ampel, aber ansonsten passt das soweit ganz gut. Also, was haben wir noch Schönes zu erzählen? Also, wir sind klar jetzt heute auf Kärnten, das ist jetzt nicht so was ganz Innovatives. Die Linie 7 gibt es ja auch schon etwas länger als die anderen beiden Linien, die erst der 2 dazugekommen sind, also in der Version 2. Und ansonsten finde ich die Linie aber eigentlich ganz schick. Die ist auch fahrplantechnisch sehr gemütlich angelegt, soweit ich mich erinnern kann. Bedeutet auch, dass wir jo, den Bus auch so ausfahren können, dass es ganz recht wirtschaftlich ist. Jetzt können wir mal ganz gucken, wann der Motor dazu kommt. So, da haben wir jetzt gerade den Motor anspringen hören. Also wirklich ab den 50 haben wir dann noch die... Oh. Was denn der Scheiße? Ich habe gerade gedacht, der fährt etwas früher. Also geschwindigkeitsmäßig ist mit dem Einschätzen, mit dem Bremsen, das ist hier etwas weniger. Das muss ich einfach mal üben. tut mir leid, ob der Zwangsbremsung gerade, aber hey. Genau jetzt gerade hören wir den Motorstart. Wenn der Motor dann startet, dann ist das Ganze auch recht laut. Ja, ich habe jetzt extra mal den Sound ein bisschen lauter gestellt. Damit man auch von der elektrischen Phase was hört, weil... Naja, in Standardeinstellungen hört man da halt eben nicht allzu viel, weil das eben auch recht leise ist. Hat natürlich auch seine Vorteile als Fahrgast im Bus, wenn das Ganze nicht allzu laut ist. Aber ich denke mal, hier ist auch der Bussound durchaus Teil des Let's Plays und sollte aus diesem Grund... Achso, wirst du vielleicht auf die Linksabbiegeampel schauen oder haben wir auch... Wir haben gar keine eigene. Ja gut, dann ist es vollkommen egal, wo wir stehen, wo wir hingucken. Ich sehe schon, dass wir die davor noch einmal vorlassen. Aber unter denen befindet sich ja auch ein Linksabbieger, sodass es das... Links abbiegen dann doch um ein Vielfaches erleichtert. Jodele! Genau, ich finde, das hört sich echt angenehm an. Das mir gefällt. Das müssen wir gucken. Klausenburger Straße. Nächste Haltestelle. Immer da, gell? Klausenburger Straße. Gut, bisschen blöd, dass wir hier halt die Dingsige hier, die manuelle Weiterschaltung habe. Der lässt uns aber rein. Wunderbar, der lässt uns rein. Das ist ja schon mal ganz gut. Also ein bisschen schade, dass wir ein bisschen manuell weiterschalten hier. Weil ja im Display, sagen wir so, ist nicht mehr allzu viel Platz für diese Almex-Status-Dinger da. Was natürlich praktisch gewesen wäre, weil ich finde das eigentlich ganz schick, dass Morphe das da auch eingebaut hat. Mit dem Almex-Skript auch im VDV-Display da vorne drin. Aber hey, wenn das jetzt so mal einfach so ist, dann ist es jetzt einfach so, dann kommen wir auch damit klar. Gelle am Eispfad. Einmal ran. Hier, lasst euch beiden da rein. Guten Tag. Hallo. Hallöchen. Hallo. Ich habe jetzt auch extra mal... Guten Tag. Ich habe auch extra mal zum Wochenende eingestellt. Also wir fahren jetzt hier samstags. Einfach bis auch aus dem Grund, dass wir die Möglichkeit haben, mit dem Bus hier auszukommen. Denn das ist eigentlich eine Gelenkbuslinie. Und ja, nö, sonst wäre es ein bisschen voll gewesen vielleicht. Habe ich mir gedacht, komm, machst du hier mal Wochenende. So mittendrin in der Zeit, da ist jetzt nicht allzu viel los. Heißt, wir umgehen so ein bisschen den vielleicht recht kräftigen Berufsverkehr unter der Woche und fahren sie halt ein bisschen mit unserem Solo-Bus, denn den elektrischen bzw. Hybrid-Solaris gibt es auch nicht in der Gelenkvariante. Heißt, gibt es zwar auch in Mods oder sowas, rein elektrisch und auch wieder Hybrid. Allerdings wollte ich jetzt mal einfach den Original-Solaris hier mal testen, gell? Nächste Haltestelle, Hahnenweg. Hahnenweg, exakt, da sind wir gerade. Und da drin können wir vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen Strom verbrauchen, elektrisch, wenn wir das Licht anmachen. So, guten Tag, Kollege. Sind im C2 hier unterwegs, also sehen wir auch wirklich Gelenkwagen.
Ja, da staubsaugt auch schön durch die Gegend. Staubsaugt mit meinem Strom! Nein, das tut er nicht. Der generiert schon sein eigenes Zeug, ne? Hat er seinen tollen, modernen Euro 6 Dieselverbrennungsmotor da. Ich finde das ja gar nicht so schlecht beschleunigt dafür, dass wir hier bis zum gewissen Grad, also bis gerade echt rein elektrisch fahren und ich gar nicht so stark aufs Pedal trete, beschleunigt der recht gut. Das finde ich eigentlich echt bemerkenswert. Nächste Haltestelle, Bahnhof Rotmühle. Jude, da dürften wir, genau, da haben wir meistens ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Pause, aber zumindest einen kleinen Aufenthalt. Ist er dann auch Endhaltestelle für den Kurzläufer hier der Linie 7, die 71. Ist er so ein bisschen eine Roland 15 Eigenheit. Ich erzähl gleich mal ein bisschen weiter. Ist er so eine kleine 70 und 30. Ist er so eine kleine Roland 15 Eigenheit, dass man, also zumindest soweit man das jetzt von zwei Karten aus als Eigenheit betrachten kann. Und zwar gab es da schon auch auf Gutenberg eben die Metrobuslinie 1, die unterstützt wurde durch den Kurzläufer, der sich da nannte Linie 11. Heißt Hauptlinie meist einstellig und der Kurzläufer dann davon eben noch mit einer 1 hinten dran. Ja, ne, also kenne ich da so nicht das System, aber ich denke mal, das wird er schon irgendwo aus der Realität entnommen haben, dass es irgendwo bei ihm vielleicht in der Region so ist. Dass man einfach sagt, okay, die Linie, das ist die und die, und wenn ihr den Kurzläufer hat, dann hat die nicht einfach, dann hat die nicht einfach entweder nur, also die gleiche Liniennummer und verkehrt halt einfach nur als Kurzläufer, indem es einfach irgendein anderes Ziel schildert oder auch nicht mit einem E vorne oder hinten dran, sondern ist einfach als eigene Linie geführt. Wie gesagt, kenne ich so nicht, aber ist eigentlich eine Eigenheit, die sich so ein bisschen hier durchzieht und die auch so ein bisschen zum, ja, Erkennen von Eigenheiten oder zum Identifizieren von Linien wegen ein bisschen weiterhilft eventuell. Aber der hat auch kein automatisches Needling, gell? Nee, hat er nicht. Ja gut, das braucht er ja auch eigentlich nicht. Kommt die 0,8 da. Werden wir vielleicht an die eine oder andere Stelle kommen, wo wir die vielleicht noch gut gebrauchen können. Den nehme ich mal mit. Lass ich mir immer zum Mitnehmen einpacken. So, nicht zum Hier-Essen. Geradeaus müssen wir, genau. Das wären wir schon beim Thema Hier-Essen und Mitnehmen sind. Mal ganz bisschen für die, die es interessiert. Ihr kennt ja, ist bestimmt voll das interessante Thema, Steuern. Ja, ist voll interessant bestimmt, nee, Quatsch, aber ihr kennt ja bestimmt, es gibt, in Deutschland haben wir aktuell eine 7%ige oder eine, ach, jetzt habe ich den Motor angemacht, haben wir eine 7%ige und eine 19%ige Mehrwertsteuer. Also der normale Mehrwertsteuersatz ist ja 19%. Und dann gibt es eben diesen verminderten Mehrwertsteuersatz, der eben so auf, also der dazu dienen soll, um so alltägliche Produkte, die der Mensch wirklich dringend zum Leben braucht, also alles, was jetzt keine, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Luxusprodukte sind, die sollten eben laut dieser Regelung, es kommt natürlich immer drauf, wie man es ausführt, aber der Gedanke dahinter war eben, man hat einen verminderten Mehrwertsteuersatz für Produkte des alltäglichen Gebrauchs, ebenfalls eine Grundversorgung. Hallo. Und guten Tag. Genau, das ist im Prinzip so der Hintergrund. Heißt zum Beispiel Grundnahrungsmittel, wenn ihr die im Supermarkt kauft, die werden sehr wahrscheinlich mit 7% versteuert sein. Und ja, wenn ihr irgendwie sowas, ich will es nicht komplizierteres nennen, aber irgendwas, was man nicht unbedingt braucht. Ich glaube auch so Zeug wie Spirituosen, Bier und sowas, generell so Genussmittel, fallen dann eben unter diese 19%. Lustig wird es jetzt, wenn man sich das nicht nur auf den Supermarkt beschränkt, sondern auf die Imbissbude nebenan. Oder auf das Schnell-Imbiss-Restaurant deiner Wahl um die Ecke, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn es ums Essen geht. Da ist es halt folgendermaßen. Habe ich auch schon ein paar so Berichte drüber gesehen, die dann gemeint haben, oh, was ist denn das für ein Chaos? Oh, ist das schlimm und traurig und böse und blöd. Aber im Endeffekt ist das gar nicht so undurchschaubar, wie es vielleicht scheint. Und zwar, wenn ihr euer Essen zum Mitnehmen bestellt, sei es, wie gesagt, wirklich bei eurem Burgerbrater des Vertrauens oder eben einer anderen Imbissbude oder beim Bäcker vielleicht, oder größtenteils beim Bäcker, wenn er nicht gerade so eine Sitzbank hat, dann wird eben auf dieses Essen eine 7%ige, also der verminderte Mehrwertsteuersatz, angewendet. Einfach aus dem Grund, weil das eben, weil da der Haupt- oder das Hauptaugenmerk liegt ja auf dem Essen. Hallo. Also auf der Einnahme von Nahrung, und das ist ja ein Grundbedürfnis, blablabla, da dreht sich das größtenteils ums Essen.
Und deswegen hat es eben den verminderten Mehrwertsteuersatz. Da gibt es bestimmt auch Ausnahmen und das gilt es auch nicht für alles und jeden, aber das ist eben so eine grundsätzliche Art und Weise. Also, ihr geht, keine Ahnung, ich will jetzt nicht McDonald's sagen, weil ich aus Gründen, ihr geht dahin, bestellt euch einen Hamburger zum Mitnehmen, dann tippt ihr auf der Kasse ein zum Mitnehmen und dann seht ihr, wenn ihr den Bon mitnehmen wollen würdet, seht ihr auf dem Bon drauf. Außer Haus oder was auch immer draufsteht, zu mitnehmen, keine Ahnung. Und das Zeug wird mit 7% Mehrwertsteuer verrechnet. So, das ist das zu mitnehmen, weil das eben Fokus auf dem Essen liegt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt das hier essen, dann kehrt sich das ein bisschen um. Da kommt dann, da hat das Ganze dann ein bisschen einen anderen Hintergrund. Und zwar, da liegt der Fokus dann nicht auf dem Essen an sich, also auf dieser... ja, ich nenne es mal Aufnahme von Nahrungsmitteln, sondern dann wird das Ganze als Dienstleistung angesehen. Hallo. Wenn du dem Kunden eben anbietest, er kann das Ganze im Haus verzehren, dann ist das eine Dienstleistung, die dir eben der, ich nenne es mal Restaurantbetreiber, das ist vielleicht in manchen Fällen ein bisschen hochgegriffen, aber wir nennen es einfach mal Restaurant, wir haben noch ein bisschen Zeit, der Restaurantbetreiber dir eben anbietet und diese Dienstleistung wird dann eben mit 19% versteuert, weil es halt eben in dem Fall ja über das für die normale Essensaufnahme hinausgeht, eben eine Dienstleistung ist und somit müsste der Kassierer euch eben, wenn er dann eben euren Burger des Vertrauens bestellt, müsst ihr eben auf der Kasse eintippen, ja, ihr esst das im Haus, zum Tieressen und dann werdet ihr sehen, wenn ihr den Bon mitnehmt, dass das Ganze höchstwahrscheinlich mit 19% Mehrwertsteuer da auf dem Bon aufgeführt sein sollte. Nennen wir es mal sein sollte, denn da merkt er auch schon, das ist halt das Problem. Die Mehrwertsteuer, die darf sich ja, also der Betrag der Mehrwertsteuer, den darf sich natürlich der Restaurantbetreiber nicht in die eigene Tasche stecken. Der ist ja dafür da, dass er eben gezahlt wird. Dafür sind Steuern ja da. Und jeder, der so einen kleinen Schritt weiter denkt, wird dann sehen, ja, also wenn ich nur 7% abdrücken muss oder ob ich jetzt 19% abdrücken muss, macht natürlich einen Unterschied. Von einem Euro, ein Hamburger, der einen Euro kostet, 7% sind wesentlich weniger, also um die 7 Cent rum, als jetzt 19 Cent bei einem Hier-Essen-Burger. Also statt 19 Cent muss ich nur 7 Cent abgeben als Restaurantbetreiber. Da läuten doch schon die Alarmglocken und dann sagen sie sich, also angenommen, ich möchte das jetzt hier essen. Ja, was würde denn passieren, wenn ich einfach auf zum Mitnehmen drücken würde? Dann würde der ja nur 7% Mehrwertsteuer berechnet werden würden, die ich dann später abtreten muss. Und ich hätte einen doch deutlich erhöhten Gewinn, weil der Burger kostet zum Produzieren natürlich genau gleich viel. Das ist kein Unterschied, ob du den jetzt zum Mitnehmen oder zum Essen produzierst, der kommt aus der gleichen Warenlage, es kostet genau gleich viel. Und eben zusätzlich zu dem, dass du mehr Mehrwertsteuer abdrücken musst, wenn der Kunde das hier ist, hast du natürlich auch noch einen größeren Aufwand, weil du musst deine Räumlichkeiten putzen. Es kann sein, der Typ, der hier ist, der geht aufs Klo, der verschmutzt sein Klo. Der Typ, der hier ist, kann auch sein, dass der ja, den Tisch halt einfach auch dreckig macht, indem er sitzt. Also das muss auch alles dann instand gehalten werden, wenn Leute hier essen. Das heißt, zum Hier-Essen ist ein wesentlich größerer finanzieller Aufwand, zum einen von der Infrastruktur für den Betreiber selber und zum anderen halt auch steuersatztechnisch. Bedeutet, da kommen natürlich einige Restaurantbetreiber auf die nicht ganz legale Idee und weisen einfach ihren Mitarbeiter an, ja, wenn er zum Hier-Essen sagt, dann drück doch einfach trotzdem auf zum Mitnehmen. Das ist, kommt mir zugute, ich bin ein Arbeitgeber, dann möchtest du auch später noch gerne weiter hier deinen Job haben, dann möchtest du nicht, dass ich pleite gehe und je mehr Gewinn ich habe, desto besser geht es ein bisschen auch euch Mitarbeiter, ne? Weil dann habt ihr zumindest nicht die Sorge, dass ihr vielleicht entlassen werdet, weil ich am Hungertuch nage. So, das ist jetzt ein Riesenproblem. Die haben eine recht groß angelegte Studie gemacht, dass bei vielen verschiedenen Vertrieb von Essen gemacht, also sei es jetzt bei den großen McDonald's, Burger King, KFC, aber sei es auch bei so kleinen Imbissbuden von nebenan, die fast noch viel mehr auf Geld angewiesen sind, weil es bei denen halt eben, die sind keine großen Konzerne, sondern es ist, die haben eben vielleicht diese kleine eine Bude, womit sie vielleicht nicht nur ihren Lebensunterhalt, sondern auch den von ein paar anderen Mitarbeitern bezahlen müssen und somit hat man dann eben rausgefunden, dass das doch recht viele Leute, also recht viele Betreiber so gemacht haben, den Steuersatz da einfach fälschlicherweise falsch berechnet und natürlich meistens nur zufällig in die eine Richtung. Also
nicht mal irgendwie was zu mitnehmen, hat man aus Versehen auf um Hausessen gedrückt. Nee, nee, das passiert selten. Also das ist, passiert nicht so oft. Aber der umgekehrte Fall passiert wesentlich häufiger. Und das ist, wenn man sich das mal überlegt, die Steuersätze unterscheiden sich ja enorm. Da ist es natürlich so, dass da noch einiges zum einen natürlich, guten Tag, dass sie durch die Unternehmen in dem Fall um einiges mehr Umsatz, also Umsatz ist natürlich der gleiche, aber um einiges mehr Gewinn haben, weil das ist ja dann mehr oder weniger kompletter Reingewinn, weil, ja, das ist ja dann fertig, ne, da kommt nicht mehr viel ab. Das ist das fertige Reingewinn, was sie dir mehr abziehen. Und natürlich um einiges weniger, was dann eben der Staat, sei es jetzt, ich weiß gar nicht, ob das in Bund oder in Länderkasse fließt, das kann ich leider nicht sagen, das ist aber, glaube ich, unwesentlich. Aber ihr merkt schon, ihr seht das Problem an der Sache, ne? Da habe ich mir auch selber mal so die Mühe gemacht, was heißt die Mühe gemacht, um das einfach mal so ein bisschen mit zu beobachten. Denn egal, wo man was zu essen holt, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie die Dönerbude von nebenan ist. Also es gibt Dönerbuden, die tippen das wirklich auch immer schön in ihre Kasse ein oder sowas, aber die meisten schmeißen das Geld einfach irgendwie in so ein Bottich, ne? Gerade so der gute alte 2,50 Döner. Ja, den gibt es in Karlsruhe. Und die machen sich natürlich nicht wirklich die Mühe, das alles abzukassieren. Die müssen ihr Geld über die Menge machen. Das heißt, die tippen das auch alles nicht in die Kasse ein, was verkauft worden ist, worüber denn da später im Prinzip die Abrechnung laufen würde, mit zum Essen zu mitnehmen, sondern so einfach in so ein, wird einfach in so ein Ding da geschmissen, einfach in so einen Geldkasten, damit dann jeder, der halt bedient, weil das eben 3, 4 Leute sind, die da Döner machen und produzieren, da die eben ja nicht so viel Zeit haben, das Geld dann einfach schnell griffbereit haben, müssen nicht jedes Mal Kasse eintippen und sowas, bla bla blub. Da kann ich mir genauso vorstellen, dass da eben das alles mit dem zu mir essen, zu mitnehmen, nicht wirklich in die Berechnung mit einfließt. Ja, ne, aber ansonsten, wo das alles abgerechnet wird, da könnt ihr wirklich vielleicht mal drauf achten, wenn es euch interessiert. Einfach mal gucken, weil das steht nämlich nicht nur auf dem Bon drauf, wenn ihr den unbedingt mitnehmen wollt, auf dem Kassenzettel, sondern das steht auch auf der Kasse meistens selber drauf. Sobald der Kassierer das eben eintippt, das muss eben immer eingetippt werden, wenn es die Möglichkeit gibt, zu mir essen oder zu mitnehmen, muss das in die Kasse eingetippt werden und das steht dann auch meistens kurz auf dem Kassendisplay drauf oder sowas. Entweder 19%, 7% oder im Haus oder außer Haus oder sowas. Also es ist meistens auch immer kurz auf der Kasse für den Kunden ersichtlich, was der Kassierer da gerade eingetippt hat, ne? Muss, wie gesagt, nicht immer böswillig sein, wenn das falsch getippt wurde. Allerdings, ja, ne? Geht da doch einiges an Geld durch die, geht doch einiges an Geld flöten und ihr wisst ja, wie, ich will jetzt nicht sagen, oh, der arme Staat braucht sein Geld. Sorgt dafür, dass der arme Staat sein Geld bekommt. Nee, Quatsch. Ich wäre auch der Allerletzte, der da irgendwie hingeht und sagt, ja, ich habe da aber falsch gedrückt, mi. Aber einfach mal so interessant, um auch so ein bisschen mal weniger eben, um wieder diesen mahnenden Zeigefinger dazu erheben, sondern vielleicht auch mal ein bisschen mehr, um mal zu schauen, wie denn der Restaurantbetreiber oder der Chef von den Mitarbeitern, es muss ja nicht der Mitarbeiter selber sein, der das veranlasst hat, sondern das kann da, wie gesagt, einfach eine Anweisung vom Chef sein, ihr sollt das so und so machen. Dass er einfach mal so ein bisschen schaut, wie tickt denn vielleicht so der Restaurantbetreiber oder der Chef von dem Laden, in dem ihr vielleicht häufiger mal esst. Ist der so ein bisschen ein linker Hund und versucht da so ein bisschen sich einen kleinen größeren Gewinn einzuheimsen oder macht er das wirklich immer schön korrekt buchhaltungsmäßig? Ja, also wenn euch das interessiert, dann schaut doch einfach mal beim nächsten Mal ein bisschen drauf. Das wollte ich nur damit sagen, dass das ganz interessant ist, weil das so ein bisschen die innere Einstellung von den Betreibern widerspiegelt. Ja, was man von denen vielleicht gar nicht unbedingt gedacht hätte. Ne? Ist genauso irgendwie, genau, so Dönerladen ist wie gesagt ein gutes Beispiel, oder so Pizza-to-go-Dinger, wo ihr so Pizza einfach bestellen könnt, dann zu mir essen oder zu mitnehmen oder auch das ganz normale Restaurant um die Ecke. Wenn ihr denn die Pizza mitnehmen wollt, statt sie hier zu essen, da gibt es eben auch die Möglichkeit, dass da weniger drauf berechnet wird. Ja, ne? Also einfach mal, wenn ihr wollt, drauf achten, wenn nicht, dann nicht. Und ich habe jetzt die ganze Zeit komplett außer Acht gelassen, die Haltestellen weiterzuschalten. Guten Tag, was hattet ihr davon? Hallo. Ich habe Ausknüpfen falsch oder gar nicht gedrückt. Ihr wollt erstmal einen Fahrschein haben, das kann ich mir vorstellen. Fahrschein ermäßigt, 1,70. Wie viel Mehrwertsteuer ist eigentlich da drauf? Nein, Quatsch. Eine Fahrkarte, bitte. Für die, die das absolut nicht interessiert hat, die das unglaublich langweilig fand, das tut mir leid. Ich wollte das mal erzählt haben, weil es da schon in sehr vielen, ich will es jetzt nicht unbedingt Wissenschaftssendungen nennen, aber in sehr vielen Sendungen, die aus Reportagen und Beiträgen bestehen, kam da in einer Vielzahl davon schon Bericht über diese Art von, ich nenne es jetzt mal,
die haben es auch sehr reißerisch Betrug genannt. Also kam schon sehr viel Berichte immer auch das Thema. Und deswegen habe ich mir gedacht, greifst du das dann vielleicht mal auf mit ein bisschen Hintergrundinformationen. Ja, ne, interessiert wahrscheinlich keines. Wenn ich jetzt die Folgen irgendwie Steuerrecht nenne oder sowas, dann schaut eh keiner zu. Aber das ist so ein bisschen im Fokus weniger darauf, das irgendwie zu begreifen, sondern einfach immer so ein bisschen diese Tricksereimöglichkeit da offen zu legen. Und das ist ja auch so. Da gibt es natürlich wieder Leute, die dann auch der Meinung sind, gut, wie lösen wir das? Das ist natürlich ein Problem. Und Probleme, die durch rechtliche Rahmenbedingungen der Politik eben gegeben wurden, da sollte man sich dann vielleicht im Bund oder Landtag dann auch drüber Gedanken machen, wie man die denn vielleicht lösen könnte. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze. Entweder ist ja alles 19%, hier und so. Wird aber, denke ich, schwierig. Ich denke einfach, dass das über Stichproben oder Kontrollen vielleicht ein bisschen besser rausgefunden werden könnte. Das Problem ist natürlich wieder, dass der Kassierer sagen kann, oh, ich hab mich vertippt, tut mir aber leid, das passiert mir nie wieder. Aber wenn das halt gehäuft irgendwo auftritt, dann ist das halt schon vielleicht irgendwie strafewürdig, ne? Und wenn das auch nicht bei jedem Mal passiert, sondern keine Ahnung, wenn man einfach da so ein bisschen auf dem Verhältnis guckt, wie denn vielleicht dort auch wirklich die hier Essen-Mitnahmequote ist, dann ist das vielleicht eine Lösung des Problems. So, dann jetzt können wir hier mal zu Victoria vorschalten. Victoria, genau. Nächste Haltestelle, Victoria Doom. Victoria Doom.